Boah, da steht die Titelverteidigerin Jana Marie Becker vom Königsteiner LV, Alisa Fischer, TV Bad Säckingen noch mit dabei und Amelie Tortell, die Sechste der deutschen U18-Meisterschaften und süddeutsche Meisterin von der LG Owag Friedberg Fauerbach. Auch sie hat einen sehr, sehr soliden Vorlauf gezeigt. Und dann sind die Mädels unterwegs. Jana Marie Becker, Königsteiner LV, jetzt an Position 2, die Titelverteidigerin kontrolliert aber doch das Feld. Marie Seli Warnecke übernimmt die Führungsarbeit. Seit dem 5. Juli ist sie ja erst für Deutschland startberechtigt, die Deutsch-Australierin. Jana Becker aber ja in diesem Jahr schon 2:01,90 gelaufen. Unglaublich stark. Hanna Ohndahl da an Position 3 und dann folgt Wanda Skupin Alpha, die ja zusammen mit Jana Marie Becker den deutschen Meistertitel in der U20 mit der 3x800 Meter Staffel geholt hat. Und jetzt wird es immer schneller. Die drei da vorne geben richtig Gas. Marie Seli Warnecke, Jana Marie Becker und Hanna Ohndahl. Das sind auch die drei Athletinnen, die bereits die Norm für die U20-Weltmeisterschaften unterboten haben. Und jetzt geht es eben um die beiden Startplätze und natürlich um den Titel. Jetzt Jana Becker mit dem Angriff, aber Marie Seli Warnecke, die hält richtig dagegen. Und auch Hanna Ohndahl, die ist da noch nicht abgeschrieben. Also die letzten 100 Meter, Jana Marie Becker hat zu kämpfen. Jetzt der Angriff von Marie Seli Warnecke. Und die hat den besseren Endspurt. Auch Hanna Ohndahl zieht an Jana Marie Becker vorbei. Das ist doch eine Überraschung in diesem 800 Meter Finale der U20. 2:05,39 ist die inoffizielle Siegerzeit für die Athletin vom VTSV Jan Brinkum. Marie Seli Warnecke mit dem Titel in 2:05,36. Hanna Ohndahl wird Zweite in 2:06,04.